So, wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt die 24. Folge. Herzlich willkommen zur 24. Folge. Also, hallo Obi. Hallo. Der ist nämlich wieder dabei. Wie sollte es auch anders sein? Ich mache das nämlich nur mit Leuten zusammen, außer die Folge 22 war Lovik, die halt mal immer alleine macht, um dann ein Auto zu retten. Ah gut, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir uns hier mal durch Zelenogorsk geschlichen und da ist uns dann halt ein Auto entgegengekommen, aber es ist nebensächlich. Wir begeben uns jetzt zum Airfield. Auf dem Weg zum Airfield werden wir, wenn wir Glück haben, ein paar Heli-Crashes finden. Gut, ich starte den Motor und dann Ja. geht's los. Ich bleibe jetzt mit meiner Ego-Perspektive. Ich finde diese Ego-Perspektive einfach angenehmer zu fahren. Gut, beim Einparken und so ist natürlich die andere Sicht besser. Ja. So, bei 5000 ist das schon. Ist eigentlich gar nicht so gut für den Motor. Nee, komm, ich bleib nicht in der Ego-Perspektive, weil wir wollen uns ja die Heli-Crashes zunutze machen, die hier dann hoffentlich auftauchen. Deswegen lieber in der Außenperspektive und da gucken. Genau. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz zu laut. Ich werde mal sicherheitshalber noch mal ein bisschen weiter runter mit den Effekten. Obi bleibt da gleich laut, glücklicherweise, Richtig. weil wir benutzen nicht den Ingame-Voice-Chat. Mensch, so unausgereift das Spiel aber auch ist, es macht doch trotzdem Spaß. Absolut, da gebe ich dir Irgendwo. vollkommen recht. Es macht wirklich Spaß, ja, eben. Also, Es fehlt es halt gibt auch noch so ein paar viele. Oh, Ecken. no! Oh, Reifen. Hatchback-Reifen. Da haben wir mal schon Güte. Hier jetzt außerdem zur Zeltstadt. Links von uns gibt Echt es jetzt jetzt? eine Zeltstadt. Ja? Oh ja, ich Willst du da seh's. lieber nochmal? Ah ja. Willst du da lieber? Willst du? Ja, Ja? da hat's halt eben keine Heli-Crashes, ne? Ja, komm denn. Wir wollen ja geile Ausrüstung, wa? Ja, genau. Wir können ja mal ein andermal oder so, wenn wir diese Andermal PvP-Aktion machen. erleben, können wir da auch mal vorbeischauen. Und ja, ich konnte mein Versprechen denn doch nicht halten und das hier wird doch keine PvP-Runde, es wird einfach noch eine zweite Loot-Runde. Ich will jetzt lieber mehr auf Masse anstatt Klasse, damit es durchgängig weitergeht. Ich mag diese Pausen einfach nicht, die über Tage dauern, bis man sich da wieder zusammengefunden hat, um dann halt wieder aufzunehmen. Dafür kann aber keiner der von unseren beiden Seiten Das etwas. wollte ich mich gerade entschuldigen. Nein, musst du? Ja, okay. Ist nicht. Jetzt müsste Das eigentlich ist gleich jetzt. wieder ein Kap kommen. Na, nö, wir sind durch den Kap durch. Warte mal. War nicht zu schnell. Hier könnte ein Heli-Crash sein, aber ich sehe nichts. Ganz interessant sind auch solche Rauchdinger. Ich weiß nicht, wie weit du deine Sichtweite eingestellt hast. Weit. Aber Eigentlich. hier eigentlich weit, ja. Wie gesagt, die Russischen, die rauchen nicht. Nichtraucher. Ja, genau. Passt zwar nicht, aber ist okay. Trinken mehr Wodka. Die Amis sind eigentlich mehr die Raucher. Und auch wieder. Und noch eine Tanke. Ist nicht so. Oh, warte mal. War da was? Auf der rechten Seite? Rechts? Ja, kommt da ein Heli-Crash? Nee, wo denn? Nee, ist Quatsch. Ja, merke ich selber gerade. Alles klar. Ich muss mir erstmal mit der Karte hier zurechtfinden. Ich habe hier eine völlig Ah, neue es könnte Karte. zwar sein. Auf der rechten Seite könnten Heli-Crash sein. Muss aber nicht. So, jetzt sind wir hier in Vibor. Sind wir jetzt schon in Vibor? Das müsste Vibor sein. Laber doch. Nee, das ist Pustowska. Bist du sicher? Pustoska. Ja. Pustoschka. Ja, genau. Pustoska. Stimmt das denn? Ja. Da oben, da vorne war doch ein Namensschild. Ja, alles klar. Hast recht. Fahr mal hier rechts rein über Feld und über Stein. Rechts rein, über Feld, über Stein. Weil rechts könnten noch ein paar Heli-Crashes sein. Ich versuche nur hinzumanövrieren. Weil das ist ja jetzt unser Hauptziel, ne? Heli-Crashes zu Ja, finden. Heli-Crashes Vorsicht, finden hier ist auf jeden vorne ist Fall. glaube ich noch ein Zaun oder sowas. Ja, aber ich glaube, da kommen wir rüber. Ja, das müsste gut gehen. Genau. Ja, auf dem Feld könnten hier die Crashes sein. Oh, was steht da hinten?
Ist das ein Fahrzeug? Wo hinten? Uhrzeit, nee, Uhrzeit. Ist nur ein Hühnerstall. Achso. Wir fahren mal über eine Hügel und dann gucken wir mal, wa? Aber hier auf der Wiese, direkt vor uns, da könnte einer spawnen. Und wenn du jetzt ein bisschen hier über die Wiese fährst, also nach links jetzt wieder. Könnte da... Warum weiter links? Naja, hier normal Richtung Libor, Querfeld ein. Richtung Libor, alles klar. Halt die Augen offen. Klar, klar. Ja, Leute, wir sind hier wirklich auf der akribischen Suche nach Helicrashes. Ja. Weil da gibt's halt in der Regel den geilsten Loot. Das ist wohl so. Obwohl, es gibt auch diverse Tricks und wo wieder, darf ich dir eigentlich auch nicht erzählen, darf ich überhaupt nicht erzählen, aber ich mach's trotzdem, weil ich Rebell bin. Es gibt hier diverse Tricks, um dann halt trotzdem an richtig geile Ausrüstung zu kommen. Und zwar gibt es da so diverse Gebäude, die kann man ausräumen und dann wird innerhalb von 30 Sekunden bis 5 Minuten einfach mal was Neues bauen. Genau, das kenne ich. Das kennst du schon? Ja. Straße folgen oder? Warte. Ich sehe gerade überhaupt nichts. Also, Pustowska, Vibor ist in die Richtung. Nö, wir ja, müssen Vibor Tendenz mehr links halten, ne? Wiederum, da kommt, da wird jetzt eigentlich dann auch wieder eine Military Base kommen. Theoretisch kannst du auch gerade ausfahren. Wir können da mal hinfahren, warum nicht? An Libor vorbei. Machen wir da mal einen kleinen Zwischenstopp und dann... Ich will das Auto fahren. Fahren wir trotzdem noch ein bisschen mehr links, bitte. Noch ein bisschen weiter links, okay. Ja, schon übers Feld hier, genau. Ja, so drüber, genau. Oh, Obi, du hättest es erleben müssen, wo mal alles, wo der Desync noch richtig, richtig krass war. Wo nur der Client an sich, also der Fahrende, ihr sehen halt, wie flüssig das ganze ja, läuft mit dem Auto. Ja, die anderen sind immer irgendwie rechts oder links. Ja, 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 ja. Deswegen, oh, das war eine Katastrophe, sag ich dir. Kenn ich auch noch. Da war gerade eine Mauer, also nicht wundern. Muss ja, ich jetzt weiter oder? Warte, ich überleg grad, der Feldweg müsste theoretisch, wenn wir uns jetzt nicht verfahren haben und der Weihnachtsmann immer noch da ist, wo ich ihn zuletzt gelassen habe, eigentlich hier eine Military Base sein. Wo war das jetzt? Wo mal? Ja, die ist hier machen. Auf jeden Fall. Die ist hier auf jeden Fall. Ja, die werden wir jetzt nämlich gleich sehen. Über, runter, über die Straße hinweg. Wenn wir nicht schon dran vorbei sind. Aber wir fahren ja. Ja, hier ist... Nö, nee, das ist nicht die Military Base. Ist das Cabanino, was wir da vorne sehen? Das ist Cabanino, mein Freund. Da müssen wir mehr... Ja, genau. Ach, ja. Total verfahren hier. Hä? Dahinter, wa? Dahinter war es doch, oder? Könnte hier hinter ist so dem eine... Hügel sein. Warte mal. Da ist eine Straße. Da müsste das die Straße von Vibor nach Cabanino sein. Richtig. Und dann sollte eigentlich... Ich weiß es nicht mehr. Total müde, habe ich jetzt gerade verloren, weil wir da querfeld eingefahren sind. Auto hängt fest. Ach, verdammt, ja. Mach ich. Vor uns liegt auch ein Stein, ne? Oh, deswegen also. ja. Alles klar. Warte mal, ich muss mich mal neu orientieren. Ich weiß schon, wo wir sind. Hier ist die untere Straße und da drüber ist die Military Base. Hinter dem Hügel, ne? Ja. Theoretisch. Theoretisch. Ich würde es aber nicht beschwören. Wenn, dann sehen wir ja gleich. Wenn ich enttäuscht werde... Weil eigentlich ist klar. Die Military Base wirklich gerade Stück und dann gibt es so einen dämlichen Hügel. Der ist so richtig steil und da ist auch ein Felsvorsprung drauf. Nee, siehst du, das ist es nicht. Sie sehen nichts. Total verfahren hier, wo bin ich hier überhaupt? Ey, wir haben uns total verfliegt. Geh mal zur Straße auf der rechten Seite. Wir müssen uns neu orientieren. Das geht so nicht. Rechte Seite, ich Straße. Seh sie.
Ja, ne, ne, ne. Ah, links, 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 links. Sorry, nicht rechts. Links, links, links. Ich weiß, wo die Militärbase ist. Ja. Siehst du den grünen Wald da zwischen diesen großen braunen Laubbäumen? Dahinter ist die Militärbase. Ja, genau. Ah, perfekt. Natürlich. Ja, jetzt. Also in ungefährer Weise waren wir doch in der richtigen Richtung. Glück um Glück gehabt. Da ist die Militärbase. Genau. Alles klar. Gucken wir mal kurz, ob da Freunde von uns sind. Nö, leider nicht. Wir achten aber. Sind die nicht auch noch Abstürze gewesen? Hier kann auch ein Absturz sein, ja. Hier, genau auf dem Feld. Direkt hier? Hm. Nö, noch eins weiter. Hinter dem. Ja, komm, wir gucken uns erstmal jetzt hier dieses Prunkstück hier an und dann sehen wir mal weiter. Zum Glück haben sie uns das Tor offen gelassen, dann kann ich also ganz in Ruhe hinfahren und dann gucken wir uns mal ganz schnell hier durch. Ich wusste gar nicht, dass da eine Scheune steht. So, Auto steht, ich gehe raus, mach Motor aus. Da wir alleine sind, können wir hier ganz in Ruhe und entspannt einfach mal gucken. Das Problem, was ich jetzt sehe, ist, ich muss mal kurz das Fass rausnehmen und Platz schaffen für... Mal kein Platz. Oh, 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 oh. Was oh? Oh, oh, jede Menge ja. Einzelteile für Gewehre. Verdammt, ich hab kein Gewehr dabei. Ich hab extra jetzt meine AK mal da gelassen. Ich glaube, das war eine AKM. Ja, war eine AKM. Weil ich auf der Hoffnung liege, dass ich denn irgendwie auf ein anderes Gewehr treffe. Also du weißt ja, was ich möchte, ne? Ja, du bist auf VSS Jagd. Genau, richtig. Okay, ich habe Jungle Boots. Weil kann ich da eine bessere stecken? Ich finde das so ein geniales Gewehr. Ich habe das immer bei Stalker, habe ich mir das immer als erstes geholt. Die Vinoris? Ja. Die gab es nämlich da, die war richtig cool. Ich finde diesen braun-roten Holzgriff, den finde ich einfach so nice. Ich bin totaler Fan eigentlich von der SVD. Oh krass. Das ist dieses andere Scharfschützengewehr, die Dragunov. Okay. Das ist auch super. Ein super Gewehr ist das eigentlich. Ich habe ein Combat. Nein. Jetzt brauche ich nur noch Kampf. Habe ich auch gerade eins gefunden. Aber meins ist schon damaged. Also ich habe jetzt 3 Saline Bags, 2 sind Pristine. Meins ist, glaube ich, Pristine oder Worn. Ich nur noch diese Kampfstiefel. Ich hab hier stehen. An dieser Stelle will ich dich doch mal das Schnellste uns daran erinnern. Es ist scheißegal, ob wir dann zufällig mal jedes Mal in die gleiche Baracke gucken. Denn es könnte jedes Mal, es könnte auf jeden Fall immer wieder was Neues bauen. Ja, besonders dann, wenn du was rausgenommen hast, ne? Genau. AKM, natürlich. Warum nicht? Nehmen wir einfach mal eine AKM mit. Alles klar, Munition habe ich auch schon. Ordentlich, aber natürlich nichts für meine Mose. Ich finde immer Munition, aber nie für meine Mose. So eine AKM wäre doch praktisch. Ja, zum Sprayen wäre die ganz cool. Machen wir mal übers Feld hinweg sprayen. Terry Boots, alles klar. Wo? Ja, wollte ich haben. Ach, verdammt. Ja, dann die sind schon damaged, die kann ich hier lassen. Die habe ich nur. Hiking Boots. Ich brauche Military Boots. Damit ich das Combat Knife da reinpacken kann. Das nächste Combat Knife habe ich das da gelassen. Aber in der mittleren Baracke, dieser schmalen Baracke, da sind jetzt die Boots. Okay, hier ist noch eine Press Vest, wo man denn diese Plate Carrier ist hier, genau. Da könnte man unter Umständen. Ja, man, SVD Magazin. Das brauchen wir. Sehr schön. Ja, wie heißt die nochmal? SVD? Irgendwas Dragunov. SVD, ne? Ja, Dragunov. Dragunov, genau. Hier ist noch eine TTSKO-Jacke. Ah, Verbänder findet man hier tonnenweise. Ja, so ein Magazin wäre nicht schlecht. Wir könnten ja mal diesen Trick anwenden. Aber. Alles ausräumen und warten, dass wir. Zählt das unter Cheaten denn? Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Theoretisch, aber praktisch.
Aber praktisch gesehen wollen wir auch den Zuschauern mal zeigen. Schreibt's doch mal in die Kommentare, ob das, wenn wir hier den ganzen Loot raustragen, das da hinwerfen und dann wieder drauf warten, dass neuer Loot spawnt, ob das Cheaten ist. Schreibt das doch mal in die Kommentare. Weil eigentlich ist es ja bloß ein schnellerer Ablauf. Richtig. Aber das ist eigentlich schon Betrügen, oder? Theoretisch will ich jetzt schon sagen, dass das nicht ganz koscher vielleicht, ist. Vielleicht gönnen uns ja unsere Zuschauer das, ohne dass sie uns gleich hier Lünchen? Ins Fegefeuer werfen. Die werden uns sowas von Lünchen. Ja, natürlich. Gut, Military Base sagt mir, hier ist doof. Ja, Military Base sagt mir hier nur, Urbi, viel Spaß, du hast ein Combat Knife gefunden, aber... Brauchst du nicht. Du kannst es nicht in diese verdammten... Ich hab dir die Military Boots mal mitgenommen. Weil reparieren kann man sie immer noch. Ach, ich hab sie ja noch bei. Na gut. Obi, hier hast du Military Boots Black One. Da kannst du dein Messer reinstecken. Ach, das sind damit. Dschungelboots, alles klar. Hast du mir zugehört? Ja, ich dachte, das wären die Dschungelboots, die du hier stehen gelassen hast, weil die waren pristine. Wo hast du es hingepackt? Im Auto. Alles klar. Ich werde nochmal was essen, was trinken und die Zeit sagt mir, dass es schon wieder vorbei ist. Wir warten einfach mal in der Pause, denn bis Obi da ist. Ich sage aber schon mal Tschüss. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder, wenn es so heißt, dass es... Oh, da ist er ja schon. Gut, ich mache jetzt auf jeden Fall jetzt erstmal hier den Schnitt. Gut, wir sehen uns also in der nächsten Folge wieder, dann werden wir nämlich in die Military Base rüberfahren und da mal auf einen Spot von Helikoptern hoffen. Gut, lasst euch YouTube bis zum nächsten Mal und haut rein, wie gesagt, tschüss!